Aber da geht halt viel mit den unterbewussten Mustern mit. Elias, ich traue mir den Preis nicht nennen, das zahlt ja keiner. Das zahlt ja keiner. So, ja, wenn du halt den Preis dir nicht nennen traust und du glaubst, dass das auch niemand zahlt, dann wird es auch so sein. So, jeder hat seine eigene Wahrheit. So, wenn du glaubst, dass das ein zu hoher Preis ist, dann wird er auch zu hoch sein. Dann wird niemand diesen Preis zahlen. Wenn du aber glaubst, hey, das ist ein mega Schnäppchen, auf einmal werden die Anfragen reinkommen. Natürlich jetzt nicht nur so, da gehören auch andere Skills dazu. Aber das ist einfach von der mentalen Seite, von der Kopfseite. So, wenn du etwas glaubst, dann hast du immer recht. Wenn du glaubst, die Selbstständigkeit ist schwierig zu meistern als Fotograf, dann wirst du recht behalten. Wenn du aber danach suchst und wenn du wirklich danach suchst, Sachen, quasi Beweise suchst, dass die Selbstständigkeit nicht schwierig ist, sondern einfach ist als Fotograf, so dann wirst du auch Beweise finden, die dir das beweisen quasi. So, und um einen höheren Preis nennen zu können, musst du nichts anderes sagen als den höheren Preis, also jetzt auf der logischen Ebene. Aber da geht halt viel mit den unterbewussten Mustern mit, ne? Mit den Glaubenssätzen, die du einfach über die letzten Jahre einfach wahrgenommen hast, die Glaubenssätze, die du einfach von Kindheit, von deinen Eltern, von deinem Umfeld einfach kennengelernt hast und für richtig befunden hast. So, das ist ja nicht, nichts Schlechtes, aber für eine erfolgreiche Selbstständigkeit ist dieser Glaubenssatz nicht dienlich. So, also den kann man sich gerne anschauen, da können wir gerne eine Session ausmachen, wo man sich das Ganze im Detail halt anschauen. Ich habe einen Mindset-Trainer bei mir im Coach. Aber wichtig ist, dass du einfach wirklich diese Sache anschaust. So, da wirst, also natürlich kann ich da jetzt die Aufgabe geben und sage jetzt, du musst jetzt jeden Tag in den Spiegel 10-mal den hohen Preis sagen. Also keine Ahnung, wenn dein Preis jetzt, was ist dein hoher Preis? 5.000 Euro oder sowas in die Richtung, genau. So, wenn du jetzt sagst, okay, mein Angebot kostet 5.000 Euro, da drüben ist der Spiegel, dann gehst du zum Spiegel, mein Angebot kostet 5.000 Euro. Wenn du das 10-mal jeden Tag in den Spiegel sagst, natürlich wird sich was verändern. Aber Grundlegendes verändert sich erst, wenn du wirklich den Glaubenssatz dann auflöst, beziehungsweise halt in einen dienlichen Glaubenssatz, der dir und deinem Ziel quasi dienlich ist, wenn du den einfach umswitcht. Aber ein Glaubenssatz, wo du halt sagst, ja, hohe Preise kann ich nicht abrufen, weil das einfach die Leute über den Tisch ziehen ist oder sowas in die Richtung, dann wird das nicht wirklich was werden.